Servus Leute und willkommen beim großen Ramsch-Ausverkauf. Der Onkel braucht unbedingt Geld. Deswegen werde ich mich jetzt doch wieder von ein paar Schätzchen trennen, bei denen ich gedacht habe, das sind absolute Keeper, also Sachen, die ich nie wieder hergebe. Aber wenn man dann doch genauer drüber nachdenkt, so mal mehrere Tage, dann entscheidet man sich doch dann, sich von einigen Sachen zu trennen. Es wird im Großen und Ganzen Messerausverkauf, sind aber noch ein paar andere Sachen mit dabei, mit denen werde ich am besten gleich mal beginnen, also bevor wir jetzt hier lange rumschnacken. Es gibt dann auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die als Goodies da mit oben drauf gelegt werden. Das werdet ihr dann auch gleich verstehen oder gleich sehen. Fangen wir mal an. Ich habe hier einen wie neu IWIC VT von Joytech. Ist ein Verdampfer, ist ein temperaturgesteuerter Verdampfer. Dazu gäbe es noch einen Ersatzkopf, beziehungsweise das ist der Originalkopf, das ist der Ersatzkopf. Oh, aha, bin mit ihm gerade dran. Also ihr seht, er funktioniert. Dazu gibt es natürlich die Originalkartons zu beiden. Dann habe ich hier noch 2, 4, 5 Ersatzcoils, Titan-Ersatzcoils. Falls da jemand Interesse hat, ich weiß es jetzt nicht, das große EDC-Gear-Gedöns, aber ich habe es einfach jetzt mal mit reingeschoben. Die ganze Geschichte geht. Ach so, alle Preise sind inklusive Versand meiner Wahl. Also inklusive Versand. Das Ganze geht für 59 € raus. Falls da irgendjemand dabei ist, der da Interesse hat, sich einfach bei mir melden. Schreibt es per PN, schreibt es unten in die Kommentare, so wie ihr lustig seid. Wie gesagt, das Ding funktioniert. Da ist nichts dran, da sind keine Schrammen dran. Also, ja, man sieht's. Hier ist nur so ein Silikon-Dingens drüber, das hatte ich auch die ganze Zeit drauf. Also es sieht schon sehr geil aus. Muss ich doch zugeben. Ah, verkaufe ich es vielleicht doch nicht. Naja, mal sehen, wer sich bei mir meldet, falls sich jemand meldet. Vielleicht kann ich es ja auch behalten. Es ist schon ein sehr, sehr geiles Stück. Ich hatte sogar mal überlegt, mir ein zweites zuzulegen. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass das so ein bisschen abflaut. Und von daher würde ich das hergeben. Ist vielleicht bei jemand anderem in besseren Händen. So, vor kurzem was gekauft. Von einem Uhrmacher nochmal überarbeiten lassen. Die Carmex von. Die Carmex von Klaus. Schweizer Uhrwerk. Hier seht ihr schon, das war das Carmex Originalband. War noch sehr gut in Schuss. Aber ich war dann bei meinem Uhrmacher des Vertrauens und habe mir, nachdem er die Uhr dann nochmal überarbeitet, also sprich gesäubert hat, hat sich das angeschaut und war alles aber soweit in Ordnung, sagt er. Also die Uhr ist einwandfrei. Hier entsprechend ein nagelneues Band dran machen lassen. Und nein, es ist kein billiges Ramschband, das ist schon was Besseres. Also da hätte ich auch den Uhrmacher dann getreten, wenn er da mir irgendwie Mist dran gemacht hätte. Ihr seht auch, die funktioniert. Passt das? Ja, läuft richtig. Haben wir heute den 24. Keine Ahnung, ich vermute mal. Sehr schicke Uhr. Schweizer Fertigung. Also ihr seht schon, an dem Ding ist nichts dran. Tut mir schon fast ein bisschen weh, sich mich davon zu trennen, aber derzeit rufen halt andere Sachen mehr nach mir. So, mal schauen, dass wir das hier wieder ganz beinig reinbekommen. Für das gute Stück werde ich gleich dann nochmal richten. Hätte ich gerne, falls jemand Interesse hat, 99 Euro. Ich mache mir jetzt keine Gedanken, wenn jetzt irgendwas nicht weggeht, taucht es wahrscheinlich sowieso dann in den nächsten Tagen bei eBay auf. Also von daher. So, machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Also für euch wahrscheinlich interessant. Gehen wir mal von oben durch. Ich habe hier ein Svisa. Das ist nagelneu, das wurde nie benutzt. Das habe ich mir bei meinem Messerhändler gekauft. Habe es dort gesehen, habe gesagt, naja, her damit. Bisschen bespielt, aber nichts damit geschnitten oder sonstiges. Nichts, also nicht geschärft oder abgezogen oder ähnliches. Das ist jetzt die einfache Variante hier mit der Ahle. Ihr seht, der Lock funktioniert. Draufdrücken. Alles okay. Mit dem Vierkant. Hier drin haben wir noch die Pinzette. Schön, Fokus spielt wieder mit. Freut mich.
Sehr geiles Messer, sehr geile Farbe. Ja, aber da ich doch sehr viele Wicks habe. Für 27 Euro inklusive Versand geht's raus. So, und dann habe ich vor kurzem erst gekauft. Hätte auch nicht gedacht, dass ich es wieder hergebe, aber ich habe noch ein paar andere Sachen von Klaus gekauft, die ich dann doch eher behalten würde. Das Artisan Coutelier, was er sich zusammengestellt hat. So. Ja, wie neu. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Ich habe nichts damit gemacht. Klingenstand ist absolut mittig. Sehr schönes Stück. Aber ich denke, es würde bei mir nur liegen bleiben. Ich war fasziniert von der sauberen Verarbeitung. Also wenn ihr mal seht, richtig gute Messermacher achten darauf, dass hier hinten die Feder plan aufliegt im geschlossenen Zustand und dass die Feder dementsprechend auch im geöffneten Zustand hier hinten plan aufliegt. Und das haben die wirklich einwandfrei hinbekommen. Und die richtig guten Messermacher achten darauf, dass selbst bei dem Halbstopp das hier hinten plan aufliegt. Also das ist wirklich rein von der Qualität her ein absolut geniales Messer. Ich weiß auch nicht, wenn da mal wieder ein bisschen mehr Geld da ist, ob ich mir dann vielleicht doch nochmal eins zusammenstelle, aber derzeit brauche ich halt das Geld. Wir haben hier minimales Klingenspiel. Da hatte ich mich aber auch schon am Anfang mit Klaus mit drüber ausgetauscht, beziehungsweise ich habe es auch bei dem Unboxing gesagt. Tut dem Messer aber keinen Abbruch, weil das ist sowieso, das soll ja kein Messer zum Betonen oder sonst irgendwas sein, damit schneidet man vielleicht mal einen Apfel oder sowas. Sehr geiles Messer zum Klingenstahl kann ich euch leider nichts sagen. Bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte ja dann rein theoretisch auch Klaus fragen. So, eins von den Messern, wo mich auch Katja am liebsten getreten hätte, da ich gesagt habe, ich gebe es doch wieder her. Sehr schickes Teil. So, und das Ganze geht raus inklusive Versand für 79 Euro. Dann, was haben wir noch? Ach ja, auch von Klaus. Das Werther's Echte. Ich habe ja eher Karamell gesagt. Das Werther's Echte Bulldog. Sehr geiles Messer. Ja, Test. Der Klingenstand täuscht ein bisschen. Ihr seht das schon hier oben, weil die Klinge abgesetzt ist. Das Ganze. Also Bulldog Brand. Das Ganze geht raus für 49. Wenn euch irgendwelche Sachen nicht lange genug gezeigt werden oder sowas, ihr findet die auch bei Klaus zum Beispiel. Auch bei seinen Videos, die vorangegangen sind. Oder auch bei Christoph. Der hatte die auch teilweise gezeigt. So, machen wir weiter. Auch wieder einen von Klaus. Das hat er auch schon gezeigt. Das Wick. Etwas größere Version. In einem sehr geilen Orange, wo ich wirklich lange überlegt habe, ob ich es auch wirklich hergeben will. Tut mir auch jetzt gerade wieder ein bisschen weh, wo ich es in der Hand habe. Ah ja. 35 Euro. Dann wo machen wir weiter. Nehmen wir mal auf. Hier hoffe ich mir, dass Wolfi nicht böse ist, aber mit dem werde ich heute eh nochmal telefonieren. Der hatte mir das am Anfang ja auch gesagt, ich soll es abstoßen. Aber das ist für mich immer so das bisschen Zeichen gewesen, womit eigentlich YouTube für mich losgegangen ist. Aber da ich derzeit zwei richtig geile Messer von ihm habe, das ist auch ein richtig geiles Messer, aber ich habe es schon einmal in EDC in der Rotation gehabt, werde ich mich jetzt hiervon trennen. Das war es, das ist ein 350er in Tiger Stripe. Ihr seht, hier ist noch mein Anschliff drauf. Der Liner steht absolut anständig. Da ist noch genug Luft. Die Klinge steht mittig. Da wackelt nichts. Aber es ist auch CT. Das ist klar. Wie gesagt, mein Anschliff. Damit muss man leben. Made in USA. S30V. Kein Onion Design. 4886 als Seriennummer. Wer es haben möchte. Es war leider kein Karton damals dabei. Deswegen habe ich jetzt mein Sammelsurium hier so ein Böker-Style-Karton rausgesucht. Die ganze Geschichte geht weg für 119. So, das hatten wir. Was haben wir hier noch? Genau. Procul Taunus. Eben erst ein Review drüber gemacht.
sehr geiles Messer, aber ja, ab damit in den Gierkreislauf. Ich habe noch andere Messer, was die Fixed Plates angeht, die sich damit durchaus messen können. Hier 49 Euro, 440C Stahl. Wer es interessiert, wie gesagt, ich habe eben gerade ein Review dazu gemacht, dann seht ihr das nochmal genauer. Auch inklusive Versand 49. Dann ein Nachbau. Ich sage jetzt nicht von wem, das ist offensichtlich. Von mir nochmal abgeschliffen, was den Griff angeht. Sandgestrahlte Klinge von Wolfi. Dann habe ich hier, ja, man sieht es schon, also man sieht die Spiegelung, habe ich hier einen Anschliff drauf gemacht. Das Ding ist rattenscharf, also bitte vorsichtig sein, wer auch immer es bekommt. Ist angegeben mit 440 Stahl, also nicht 440C, sondern mit 440. Steht absolut mittig. Ach so. Ist fest und fällt. Das Ganze geht weg für 29 Euro, falls es jemand interessiert. So, das waren die Sachen, die verkauft werden. Jeder, der sich irgendwas kauft oder mich anschreibt, kann dann gerne noch dazu schreiben. Ich habe hier drei Messer bekommen von Udo, die bei Udo mal so als, was weiß ich, als Spaßprojekte gelaufen sind. Also erwartet da auch nicht das höchste der Gefühle. Die werde ich dann da einfach mit dazulegen. Also wenn irgendjemand hier was haben will, natürlich sind die, wenn die von Udo kommen, sind scharf. Also das zumindest hier. Wenn irgendjemand sagt, halt hier, ich hätte gerne das Tanto, schmeiße ich ihm das mit rein, geschenkt. Also das wird nicht hier irgendwie verkauft oder so. Das sind einfach Biedermesser. Also die könnt ihr dann irgendwo vergewaltigen, bis zum geht nicht mehr. Das Tanto mit Carbongriffen, hat ja Carbonschalen drauf gesetzt. Dann haben wir hier ja, normales, was ist das dann? Spearpoint, ja, Clippoint. Und das Herbert in der Lederscheide. Erwartet hier aber nichts Großartiges, deswegen verschenke ich die auch nur. Also nicht dann hinterher beschweren und sagen, oh, das Messer war aber scheiße. Ja, das sind dann wirklich nur Geschenke, die ich oben mit drauf packe. Damit könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Mit dem anderen natürlich auch. Das Herberts in der Lederscheide, ebenfalls Herberts. Dann habe ich noch gefunden in meinem ganzen Sammelsurium ein paar Meter Leuchtband vom Bund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben das damals immer benutzt beim Biwak, wenn ihr irgendwo ausgelegt habt, also euch den Weg ausgelegt habt, damit ihr da ein bisschen Licht habt. Und zwar kann man das aufladen, Taschenlampe, dann irgendwo hinlegen. Ist vielleicht für die Bushcrafter ganz interessant. Dann hat man da so einen Leuchtspot. Das, wie gesagt, sind dann Geschenke. Wie sagt man immer so schön, pro Bestellung 1. Also wenn jemand eine Bestellung aufgibt, dann einfach sagen, ich hätte gerne das, das oder das dazu. Dann gibt es die oben drauf. Eins davon. Und ja, alles andere, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben oder eine PN schreiben. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, beantworte ich die gerne dazu. Ja. Und das war es dann auch schon wieder. Also Schlussverkauf, was sich dann daraus ergibt, werdet ihr dann sehen, denke ich mal. Ja. Ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.